dass man hier echt so Vollidioten um sich hat. Oh Mist, Junge. Ihr scheiß hirnrissigen Vollspastis. Ach komm, ich geb auf. Darf ich nicht. Hochlebe das Feuerwerk. Ja. Seit einigen richtigen üblen Bugs. Achso, okay. Die Retter brauchen keine Rettungsmission, die Retter brauchen eine Abholmission. Damit sie mit ein paar Rosen und ein paar Saluten noch begrüßt werden können auf ihrem letzten Weg zurück auf Kermin. Mehr kann ich für die nicht mehr tun. Für die Retter. Mama mia. So, rede ich jetzt mal retrograd, sonst sind wir wieder. Hallo? Hallo? Bob Kerman dupliziert. Okay. Solche Probleme hatte ich noch nicht. Bis jetzt. Bis jetzt. So, bremst ab. Bin genervt jetzt. Ich will ankommen. So. Vielleicht hat die Kapsel ein neues Feature bekommen? Wo jetzt? Ach so, wegen dem Bug, ja. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auf dem Mond, ob ihr den Film, oh ja, würde ich ihn spoilern. Mist, jetzt kann ich, bei dem Thema kann ich jetzt nicht den Film nennen, weil sonst habe ich ihn gleichzeitig gespoilert, wenn ich sage, dass es da um den Bug geht. Mist. Aber ein guter Film. Handelt von Dingen auf dem Mond. Dann spoilerst du halt das Murmeltier. Was soll man denn da spoilern? Der ist ganz schön düster, der täglich grüßt das Murmeltier, ne? Das wird einem so gar nicht bewusst, wie düster der eigentlich ist. Oder vergisst man nach einer Zeit, meine ich, wenn man das immer nur als Kind gesehen hat. Wenn er nicht gerade neu ist, kannst du ja spoilern. Ja, okay, aber das ist halt so ein Film, der hat halt dieses klassische M. Night Shyamalan Ding Dong Ende halt. Weißt du? Und da wäre es halt schon ganz schön gemein. So, jetzt können wir ein bisschen... Zumindest ein bisschen in die Richtung noch lenken. Was stelle ich da an? Hallo Muli. High five. Mondlandung, Rettungsmission, weil wir hier runtergekommen sind, aber keinen Sprit mehr hatten, um wegzukommen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier drin noch Sprit haben werden. Das müssen wir eine dritte Rettungsaktion schicken. So.
Versuchen wir mal zu landen, ganz langsam. Ganz langsam. Diesmal keine Fehler. Er stellt sich an, ja. So kann man das zusammendrücken. Der bringt sich doch nur unzählige Male um, ja eben. Das meine ich. Finde ich schon ganz schön düster. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Es sind noch ein paar Kilometer. Ein paar Meter. Kaboom. Konzentration jetzt. Mehr abbremsen. Schön langsam. Ein Zentimeter pro Sekunde. Nein, nein, wäre ein bisschen zu langsam. Ein Zentimeter pro Runde, pro Sekunde. Okay, jetzt übertreibe ich's. Der Adler ist gelandet. So. Alt F4. Alt F5. Rettung. Science. Trip. Mun. So. Jetzt müssen wir nur noch mit den Jungs hier hinkommen. GG. Dann lieber alleine zum Mars fliegen. Ja, ja. Ja, ja. Das kriegen wir auch noch hin. So. Sehr gut. Steigen wir mal aus. Der Captain ist natürlich als letztes, ne? Bob ist der Erste. Komm, Bob. Lass los. Hallo? Gott sagen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Ist nur ein Kilometer. Das kriegst du schon hin. Achso, und das ist natürlich das Target jetzt. Ist zwar nicht so wichtig. Ich habe ja gespeichert, ne? Also 42 Meter pro Sekunde ist eindeutig ein bisschen zu fix. Aber wir können ja auch wieder abbremsen. So. Habe ich Experimente mitgenommen? Nein, zumindest nicht mit ihm, aber wir haben ja noch zwei Leute da drin. Stimmt, gut, dass du es sagst, das sollte ich nicht vergessen. Ne? So, Rocco. Ach nee, Rocco ist die Rakete. Du. Muss einmal da rein. Uah. Hä? Die cannot board a full module. Ich hab doch bin ich umgestiegen? Vielleicht bin ich auch nicht umgestiegen. Da muss ich hier rein. Wo ist denn hier der Einstieg? Ach, der hat wieder kein.
Doch, der hat einen Einstieg. Okay, wollte gerade sagen. Na also. Sehr gut. Dann ist Bob schon mal drin. Pass auf, dann... Transfer... Tacy... Und Camfall. So. Okay. Ins Hitchhiker-Modul. Dann nochmal. So. Mit Bill steige ich jetzt aus und sage ihm, take data. 6 Stück. Sehr gut. EVA-Report, das nehmen wir auch nochmal mit. Klar, warum nicht? Surface-Sample. Nehme ich auch nochmal mit. Warum denn nicht? Das überschreibe ich aber nochmal. Achso. Cannot quick save. Na gut. Dann lass los. RCS an. So, du hast wichtige Data am Start. Bill. Von daher sei mal vorsichtig. Mit klein L? Das kann sein, ja. Stimmt. So, machen wir wieder auf 40. Wunderbar. Man könnte mich ja einfrieren und dann am Ziel erst wieder auftauen. Sicher ist sicher. Halt, setz dich hin und halt deine fiese Schnauze. Werd mal nicht frech hier, Herr Doktor. Upp. Autsch. Sorry. So. Rein da. Experiments you have collected cannot be stored on this. Warum das denn nicht? Hä? Warum nicht? Already stored. Already stored? Not all items could be... Ach so. Ach so, weil ich schon zwei Sachen hier drin habe und mehr kann ich nicht, oder was? Ja gut. Dann ist ja egal, dann können wir ja die anderen... Ja, okay. Okay, dann halt nicht. Kann ich hier noch einen Crew Report nehmen? Nein, okay. Also kann ich, aber bringt nichts. So, einer fehlt noch. Sirius! High Five! Halt, stopp! Jetzt spreche ich. So. Hallo? Wo ist Bob? Bob? Nee, nicht Bob. Jeb. Wo ist Jeb? Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder verkehrt? Warum ist denn jetzt hier meine... Hä? Will ich mich veräppeln? Irgendwas jetzt hier ist komisch. So. Das ist Rocco. Hier sind Valentina, Bill und Bob drin. Es fehlt aber noch Jeb. Ach, einer von euch muss auch noch umsteigen, ne? Hier passen ja nur drei rein, glaube ich. Ja, Bill. Ach, Spaß sehen. Bill. So. Ah, jetzt geht's, hä? Jeb. Jeb war aber gerade wahrscheinlich zur Toilette oder so. Oder was auch immer. Okay. Loslassen, das. Und los geht's. Ey. So.
alle. Wer denn noch? Hallo Teffi! High five! Ich hab das seit dieser Woche. Seit Dienstag? Montag? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Dienstag. Weil es lustig ist, würde ich sagen. Weil du da mit deinem einem Stream ein wenig Slapstick mit einverleiben kannst. Bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist ja nur passend hier, ne? Sehr gut. So, alle an Bord. Alt F5. Rettung. Science. Trip. Mun. Start. Natürlich drücke ich auf Cancel. Rettung. Mun. Start. Ist ja jetzt hier nicht. 100.000 Jahre. Seid ihr alle nicht auf dem Community-Treffen? Ich nicht, nö. Meckes! High five! Doktor verkloppt nicht sonst. So! Perfekt. Dann, ihr Trottel, würde ich sagen, starten wir mal, ne? Nicht mit der Leertaste. Sondern, ja. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir. Wir müssen, ja, nach Osten. Weiterhin. Na gut. Dann, gib mal Gumbo, würde ich sagen. Oh, falsch. Dahin. Fliegen wir einmal zur Apoapsis, denn wir sollten nicht hier zu viel Sprit verbrauchen. So viel haben wir ja gar nicht. Müssen ja noch irgendwie zur Erde kommen. Ne? Was ist denn da noch als Target eingestellt? Moment. Das will ich doch gar nicht. Orbit. So. Okay. Dann. Zieh pro Grad. Ach Gott. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Fürchte ich. Ich glaube, ich hätte die Apoapsis von Anfang an ein bisschen höher ansetzen müssen. Weil mit dem Sprit kommen wir jetzt. Ja. Ja. Kommen wir, denke ich mal, nicht mehr zurück. In before irgendwelche komischen Tipps mit irgendwo von der anderen Seite abstoßen und so, bla bla. Achso, hier verlasse ich Kermin, das will ich natürlich nicht. Will ja schon. Die Periapsis schön niedrig haben. Das sind nur 10 Sekunden, ja, das könnten wir sogar hinbekommen. Guck mal. Schau an. 731. Dafür muss ich nur 11 Sekunden brennen. Das sind 15. Und sobald ich dann hier bin, könnte ich ja theoretisch... Fliege ich durch den Mond? Nö. Sobald ich hier bin, könnte ich ja theoretisch... an der Apoapsis nochmal abbremsen und die... das einfach ganz klein machen.
Ich brauche einen Booster. Auf jeden Fall. Warum habe ich mir nicht einen Booster mit zum Mond genommen? Warte mal. Kann ja nicht schaden. Ach guck mal, das ist sogar das gleiche. In dem Fall. Ich darf auch nicht vergessen, ich habe natürlich jetzt nicht mehr so viel Strom, ne? Also SAS sollte ich jetzt auch nicht übertreiben. Okay. Haben wir ja noch ein paar Sekunden. Können wir ein bisschen vorspulen. So. Gehen wir hier auf 50%. Kann ich das besser einstellen. MacGyver dir ein. So, das sieht gut aus. Das ist mir doch gut gelungen. So, dann müssen wir allerdings aufpassen, denn so wie das hier aussieht, wenn ich hier einmal drumherum gehe, dann könnte es natürlich sein, dass ich wieder vom Mond eingesammelt werde, denn der hier irgendwo sein wird. Wenn ich wieder hier rumkomme, von daher. Da müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht in den Mond reinkommen. Nimm dir einen Stein, nimm dir noch einen Stein. Freizeichen Profit. Ja. Das, So. Wir drehen uns aber schon so rum, ne? Ja, okay. Ich kann natürlich gucken, ob ich vielleicht hier schon Manöver reingesetzt kriege. Dann müssen wir nicht nochmal drumrum und riskieren, dass wir vom Mond nochmal eingesaugt werden. Ich meine, wenn es nur ein bisschen brennen ist, dann könnte das ja relativ gut klappen. Kannst du mir mal bitte anzeigen, wo... Danke. Warum? 324, da geht noch ein bisschen mehr. Ah, wir haben aber nur noch 4 Sekunden. Shit. Ich brauche 87, um überhaupt... Nee. 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 Lösch das mal. Und dann gucken wir mal, wie hier an der Apoapsis das wäre. Perfekt. Aber gerade so ist übertrieben, weil ich habe kein SAS oder sonst irgendwas, womit ich mich da noch abbremsen kann, ne? Aber ich glaube, das sollte eigentlich klappen. 34 müsste auch eine gute Höhe sein, um nicht zu schnell eingeflogen zu kommen. Wer sein Raubschiff liebt, der schiebt. So könnte man es ausdrücken, jawohl. Okay. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass wir nicht von... Obwohl, wenn der dahin geht und wir hier rumkommen, dann sollten wir eigentlich nicht mehr am Mond vorbeikommen. Dann warp mal. Nicht wieder dran vorbeifliegen. In before RIP. Glaubt an mich, bitte. Versiebt. Ach ja, ich versieb hier gar nichts. So. Dann stelle ich mir so ein. Übertreib's mal nicht. Perfekt. Alright. Gib Gummi. So, und bei genau 3 Sekunden gehen wir wieder auf so. Mhm.
Das sollte doch reichen. Und ich habe immer noch 8 Meter pro Sekunde, die ich anpassen kann. Oh, das ist gar nichts. Ich hoffe, dass wir nicht verbrennen beim Eintritt. Das ist das Einzige, was uns noch passieren könnte. Dass wir verbrennen beim Eintritt. Wenn man noch nie geschoben hat, dann kennt man KSP noch nicht richtig. Wir haben vorhin geschoben. Wir mussten nämlich das Schiff in Richtung Sonne schieben, weil wir keinen Strom mehr hatten. Und alle meine Solarpanels auf der Schattenseite waren. Und deswegen bin ich gerade ausgestiegen und habe, also mit der Praktikant durfte aussteigen und schieben. Und der hat das Raumschiff dann, was heißt Raumschiff, die Rakete dann so gedreht, dass wir dann Strom bekommen haben. Und dann konnten wir das SAS wieder nutzen. Beziehungsweise auch manövrieren. Das war ja das Problem. So, liebe Erde, da bin ich wieder. Kermin, wie auch immer. Und das ohne Sprit. Du packst dich jetzt mal auf Retrograd schon mal. Das Schöne ist, wir kommen auf der Sonnenseite unter. Wenn wir überhaupt runterkommen. Das werden wir dann auch noch sehen. Und dass ich die Fallschirme wegschmeiße, ja, dass sie zu früh gezündet werden und verbrennen oder so. Das könnte auch noch passieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Staging habe ich diesmal vernünftig gemacht. So, Jeb und Valentina. Oh, sind wir schon soweit? Es ist soweit, Freunde. Alles hängt wieder am seidenen Faden. Wir sind retrograd. Ich würde sagen, ich schmeiß das mal weg. Denn mein Heat Shield ist, glaube ich, wichtiger. Mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall um einiges bremsen, denn wir sind ganz schön fix. Aber ganz schön fix. Könntest du bitte... Oh. Hätte ich wohl ein bisschen eher abwerfen müssen. Hm? Oh Gott, wir sind super schnell. Die Apoapsis sinkt. Es könnte auch sein, dass wir noch ein paar Mal um die Erde fliegen müssen. Obwohl... Die Apoapsis sinkt sehr schnell. Ist jetzt schon bei 6000 Kilometer. Und wir haben noch 4000 Meter bis zur Periapsis. Aber der Heat Shield hält. Von daher. Du hast Seide noch nie gemocht? Was? Seide? Kommst du denn jetzt auf Seide? Können wir hier einen Crew Report abgeben? Dachte vielleicht über den Desert würde das Sinn machen, aber offensichtlich nicht. Upper Atmosphere, okay. 2000, oh. Wir bremsen zu langsam. Das macht aber nichts. Glaube ich. Wir sind schon bei 1000. Sehr gut. Und wir fangen jetzt erst wieder an zu steigen, von daher... Eventuell schaffen wir das sogar. Heat Shield ist von 3 Wettertaft. Ja, auf jeden Fall. Der hält einiges aus. Ich find's lustig, dass das Ding gegen uns gedrückt wird. Okay, 800. Ja, das sollten wir schaffen. Das sieht ganz gut aus. Wir werden nicht zu schnell gebremst, so wie es aussieht. Du kannst dich gleich mal drehen, wenn du aus der Atmosphäre raus bist. Du meinst in Richtung Sonne oder was? Wenn wir es nicht schaffen, es könnte ja noch sein, dass wir es irgendwie noch hinbekommen, doch noch schnell genug abgebremst zu werden. Obwohl ich mir nicht so sicher bin.